Herzlich willkommen in Zoddels Bastelkeller. Ich stelle euch heute mal meine Eigenkreation vor hier. Und zwar habe ich habe ja eine Maß, weiß gar nicht, ja genau, hier, Moment. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe ja eine neue Maß DX 5000, die Plus-Version. Und die hat ja bekanntlich, sieht man jetzt nicht, eine Original, eine Vierpolbuchse, Mikrofonbuchse. Nur ist es ja total scheiße, an das Gerät irgendein Verstärkermikrofon anzutüdeln. Naja gut, man kann ein Verstärkermikrofon kaufen, irgendeins, lötet sich dann Stecker an, ein Vierpol und funkt damit. Nun haben aber ja viele CB-Funker schon diverse Mikrofone in ihrem Fundus. Der Nachteil ist noch dazu, wenn man jetzt einfach ein Mikrofon nimmt, ein x-beliebiges, nehmen wir hier mal so ein Astardeck, dem fehlen die Funktionstasten. Up, Down und AQ. AQ ist ja diese automatische Rauschunterdrückungsgeschichte, die ja bei der Maß bzw. CRT, bei diesen ganzen Anytone-Geräten super funktioniert. Ja, und weil das ja immer fehlt, habe ich mal immer das hier gebaut. Vor schon geraumer Zeit. Das ist meine Adapterbox mit 50 cm Zuladungskabel mit einem Vierpolstecker für die Maß 5000 DX bzw. Anytone AT 4x5. Wie hieß das andere Ding? CRT SS 6900 und. Das Ding, glaube ich, unter 25 verschiedenen Labels. Intech und weiß da gar nicht was. Auf jeden Fall. Man nimmt diese Box ist jetzt sogar so, dass die an der neuen Plus-Version funktioniert. Denn die Plus-Version hat ja, kann man ja im Menü umschalten von Elektrit auf Dynamisch. Demzufolge wird bei der Plus-Version über den Mikrofonstecker Spannung ausgegeben, um ein Elektrit-Mikrofon zu betreiben. Das habe ich euch ja schon in so einem anderen Video gezeigt, wie man das Orgi-Mic modifiziert. Naja, das ist auch alles egal. Jetzt wollen wir hier mal meine Adapterbox vorstellen. Und zwar, das Ding, ich baue die selber. Oh, ich habe hier, nee, doch nicht. Ich baue die selber aus Neuteilen. Die Taster sind flammneu, sind auch gute Taster, nicht irgend so ein Plastikplünd. Da ist eine nagelneue Buchse drinne. 4 nagelneue Edelstahlschrauben, ein Stück nagelneues Kabel. Der Mikrofonstecker ist manchmal ein Vierpol aus meinem Fundus, weil ich ja, eine nagelneue Buchse. Nagelneue Innenraumteile, die ich euch jetzt nicht zeige, weil das Ding versiegelt ist. Auf jeden Fall, das Ding ist Plug and Play. Man kann an dieser Box jetzt die Maß 5000 DX, das können wir, ach komm, ich zeige euch das. Komm her, wir packen das Ding mal, wir stecken das mal ins Funkgerät. So, das ist ja hier ein bisschen eng hier. Wir stecken das jetzt hier einfach so in den Vierpolstecker. Ich verkaufe die Dinger eigentlich. So. Jetzt kann man an diese Box, unabhängig davon, kann man jetzt schön hier hin und her schalten, up and down. Gehen wir wieder auf 33, das ist so mein Hauskanal hier. So. Dann kann man die Raussperre aufmachen, beziehungsweise das AQ wegschalten mit der Mitteltaste. Und dann hier up und down. So, und dann kann man, das ist ja das Tolle, jedes 6-Pol-Mikrofon benutzen, nach GDCH-Norm. Ja, wie kann ich euch das jetzt erklären? GDCH-Norm ist diese Gesellschaft deutscher CB-Funkhersteller. Albrecht, Stabo, Alan, alle 6-Pol-Geräte so der älteren Generation haben diese Norm. Das ist diese hier, diese 6-Pol-Stecker. Ich habe jetzt hier ein Orgi-Mic von meiner Mars Giant. Dieses Mikrofon funktioniert nur mit Strom. Das stecke ich jetzt hier rein. Und außer Träger kommt da nichts. Das ist jetzt ja doof. Ja, das klingt nämlich echt gut. So, aber die Box verfügt hinten über einen Spannungszugang. Da steckt ihr einfach so einen 4 mm Bananenstecker rein.
das andere Ende vom Kabel einfach in das Netzteil, wo euer Funkgerät angeschlossen ist. Wenn es im Auto ist, naja, halt da, wo es angeschlossen ist. Jetzt ist diese Box extern mit Strom versorgt. Das sieht man jetzt daran. Jetzt kommt nämlich was. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Rückkopplung habe hier. Hallo, hallo, hallo. Hier sieht man das schön. Das ist die, ja. Jetzt führt der Mittelpin hier 12 Volt Spannung. Pin 6 ist das. Der wird mit Spannung versorgt. Jetzt kann man Motorola Bomber-Mikrofone hier anschließen. Man kann Turner dran anschließen mit 6-Pol-Stecker. Alles, was einen 6-Pol-Stecker hat, nach GDCH-Norm, kann man hier vorne jetzt anschließen und an der Mars 5000DX betreiben. Und dazu, das ist ja das Faszinierende, man hat hier Up-Down-Tasten. Ohne irgendwelche Löcher in so einem Turner. Viele haben ja ein gutes altes Turner hier stehen. Ich ja auch. Ich habe ja auch einen Turner hier stehen. Und habe da, ich hab sogar hier eine Folie auf die Taste gemacht, damit ich nicht abgribbe. Egal. Auf jeden Fall, hier kann man ja Löcher einbauen, Löcher reinbohren und dann diese Tasten ins Mikrofon bohren. Und kann man machen. Man kann auch das Mikrofon mit 12 Volt Spannung betreiben. Kann man auch umbauen. Dann kann man es hier anschließen. Das ist ideal für Eigenbauten, für alles Mögliche. Die Box ist auch relativ fest auf dem Tisch. Da sind so kleine Rutschhämmer unter, dass das Ding nicht so gleich durch den Laden rutscht hier. Ich komme mal auf die Up-Down-Tasten. So, und dann nimmt man einfach sein geliebtes Handmikrofon. Als Beispiel jetzt ein Bomber-Mikrofon oder so. Motorola-Bomber-Mikrofone sind so das grobe Beispiel. Ja, und dann funktioniert das. Hallo, hallo. Man kann sogar, jetzt wollen wir mal gucken, muss ich hier mal irgendwie mal nichts sagen. Oh. Wenn man beim Träger, beim PDT drücken, kann man ja, so einen Ton ausgeben. Den kann man auch im Gerät einstellen. Das ist aber unabhängig. Das sind die Funktionen der Box. Ja, die Box ist nach Möglichkeit... Ja, ich mach mal den Strom ab hier. So. Jetzt habt ihr ein Mikrofon, was aber mit Batterie läuft. Ja, habe ich auch. Astatic. Da ist ein Road Devil drin. Ne? Ich habe nur das Gehäuse selber gehabt. So, nehmen wir hier mal. Zack. Jetzt habe ich ein Astatic. Mit Verstärker. Ja, bisschen nicht zu laut hier. Hallo, hallo. Und auch hier. Ich habe meinen Astatic jetzt nachgerüstet mit Up-Down-Tasten. Ich finde das gut. Wie gesagt, die Boxen baue ich. Und das ist dann der Lieferumfang. Ich verkaufe die auf eBay Kleinanzeigen oder neuerdings auch bei eBay. Ja, das ist das gute Stück. Das ist eine Chemo-Einbau, so eine Chemo-Kunststoffbox. Da sind kleine Rutschhämmer unter, dass das Ding tatsächlich nicht gleich so über den Tisch rutscht. Ja, das ist eine 4mm Bananenbuchse. Ja, ich habe da mal ein Siegel drauf geklebt. Das Garantie gibt es natürlich keine. So. Der Vorteil an der ganzen Geschichte mit dieser Box ist jetzt, man muss kein Eingriff ins Gerät machen. Man muss das Gerät nicht, man kann sein Original, meine ist ja nur, das will mir auch immer keiner glauben. Meine ist original versiegelt. Deswegen bin ich da ja so figgerig nach. Was heißt figgerig nicht, aber deswegen finde ich das halt so toll. Ich könnte natürlich auch, Moment, kann ich euch das kurz zeigen? Hoffentlich flackert das jetzt nicht zu doll. Ich könnt euch auch das hier kaufen. Ihr könnt euch natürlich auch das kaufen. Da kostet 39 noch was. Muss man einbauen ins Funkgerät. Und auch das Kabel, das rote, das muss man irgendwo an Strom löten. Hier. Uiuiui, abgesegelt. Hier. Nehmt ihr einfach nur meine Box, klemmt die an.
Ihr müsst ja nicht Spannung anlegen. Wenn euer Mikrofon mit einer Batterie läuft, läuft es trotzdem auf 12 hier, ne? Und da passiert auch nichts. Das ist so, dass das dem Funkgerät nichts passiert. Dem Funkgerät kann nichts passieren. Ihr könnt hier 12 Volt einspeisen, hinten über die rote Buchse. Es geht nur bis zur Mikrofonbox, es geht nicht ins Funkgerät. Keine Angst, da kann nichts passieren. Den Stecker kann ich euch eventuell sogar optional konfigurieren. Wenn ihr nur Bock auf die Box habt wegen den Up-Down-Tasten. Das ist kein Problem. Schreibt mich an bei eBay Kleinanzeigen oder hier, was auch immer. Das kriegen wir alles in den Griff. Jo, das war's. Was gibt's noch zu berichten? Ja, die Länge des Kabels ist ungefähr 30 cm hier. Na, insgesamt, das ganze Spektakel sind vielleicht 35 cm Zuleitung. Man will es ja auch bequem haben. Ja, das ist alles verchromt, Edelstahl. Das ist, wenn man bedenkt, was die Kleinteile kosten, so ein Taster kostet 1,50. 1, 2, 3, 4 Edelstahlschrauben, eine Mikrofonbuchse, ein Stück Kabel, das, Kleinteile hier drin, die Box selber. Ja, mein Preis für das Ganze, für diese Box, ich möchte hier nicht... Guckt bei eBay Kleinanzeigen. Sucht nach eBay, bei eBay Kleinanzeigen Mikrofon Adapter Box Maß 5000DX. Da findet ihr das. Das passt auch bei der KPO DX 5000. Es ist auch tatsächlich nur bei diesen Geräten passend. Bei der neuen Superstar, bei der 3900, weiß ich das noch nicht. Ich habe noch keine neue Superstar, diese zugelassene CB-Gurke. So einen habe ich leider noch nicht in die Hände gekriegt, um mir das mal genauer anzugucken. Aber ich glaube, da bin ich auch irgendwie demnächst in der Lage, da irgendwas anzubieten. Das war's. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, auf Wiedersehen.